Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. 7.17 Uhr und los geht's mit Let's Dance. Wow, ich bin frühwach, ein Miracle Morning. Ja, ich bin jetzt der Tillmann Schulz unter den YouTubern. Los geht's. Was ein Abend, was ein Spektakel. 4 Stunden richtig gute Unterhaltung haben wir erlebt. Wer es noch nicht gesehen hat, unten in der Infobox ist der Link. Da könnt ihr es natürlich ohne Werbung jetzt wunderbar nachschauen, wenn ihr gestern Abend nicht dabei wart. Und ja, in dem Sinne schauen wir rein. Es gab einige Cringe-Momente. Es gab sehr viel Schönes zu sehen. Und natürlich wird alles richtig nice von mir jetzt kommentiert, parodiert und ein bisschen kritisch angeschaut. Wie geil war das denn bitte? Mensch, Motze ist richtig schon gleich super gut abgegangen, direkt am Anfang mit Valentin. Mega. Also da kommt man natürlich wirklich dann auch rein, ne? Also das macht halt gleich gute Laune, selbst um diese Uhrzeit heute Morgen. Ja, Lina und Scholt tanzen den Quickstep, eröffnen sozusagen das Parkett damit. Der Quickstep ist kein super einfacher Tanz, nochmal dazu gesagt. Also in ein paar Tagen auftrainiert ist es schon, ja, finde ich, eine Herausforderung, der man sich stellen muss. Und wir schauen mal kurz rein, weil da gab es einfach eine sehr schöne Reverse-Chassee, die wir uns mal anschauen, also die ganz typisch für den Quickstep auch ist. Da ist die Linksdrehung. Und nach vorne. Also das haben die schon sehr, sehr, sehr schön gemacht, muss ich sagen. Der Quickstep ist einfach, das hatte ich auch im Video gestern gesagt, und der Champagner unter den Standardtänzen, das muss prickeln, da ist Lebensfreude drin, das muss schnell sein, ja. Und da ist natürlich auch immer ein starkes Heben und Senken drin, deswegen braucht man eine sehr gute Körpermitte dafür. Und das, finde ich, hat sie alles sehr schön umgesetzt. So, und auch hier haben wir schon eine schöne Hebefigur dabei. Schaut mal, zack. Also das muss ich sagen. Mir hat dieser Quickstep sehr gut als Eröffnung gefallen. Natürlich, klar, wir dürfen immer nicht vergessen, es ist Show 1, wir haben nur ein paar Tage trainiert. Schwieriger Tanz, schneller Tanz dabei. Aber sie bringt für mich schon das Lebensgefühl dieses Tanzes sehr gut rüber. Schauen wir uns mal in die Bewertung ein bisschen an. Komm, Lina, wir bringen es direkt hinter uns. Ene, mene, Fluse, dran ist die Mabuse. Hex, Hex. Oh. Sorry, ja, aber. Wow, ja, da hat jetzt aber einen rausgehauen. Hui, hui, hui. Gut gemacht. Danke. Er könnte dich einstellen quasi. War ein Riesengag. Ja, egal, wir machen mit. So, ihr Lieben, also erstmal Dankeschön für die Eröffnung für unsere Show heute mit so einem schönen Tanz. Ich sehe da sehr viel Potenzial. Ich finde zwischendurch, also ziemlich von eurem Charleston-Teil hat ein bisschen zusammengebrochen. Das heißt, vom Körperzentrum nicht mehr sehr gearbeitet. Ja, das ist eben das, was da wichtig ist. Ne? Also man braucht da schon auch die Balance, die Körpermitte und das Zentrum muss stehen. Ne? Da muss man wieder die Haltung aufbauen und so weiter. Du hast alle Zutaten, du hast alles dabei, das haben wir gesehen. Du musst es einfach gut im Einsatz und wenn du fängst an, erst am Ende kannst du loslassen, vorher nicht. Aber Dankeschön und gut gemacht. Danke. Ja, das hat sie doch sehr fein gesagt, die Motzi. Okay. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 5. Yes. Motzi Mabuse. 5. Und Joachim Lambi. 4. Also 14 Punkte finde ich richtig ordentlich hier, denn wie gesagt, er hat natürlich auch einen ganz anderen Schwierigkeitsgrad, wie jetzt ein Cha-Cha-Cha zum Beispiel. Und ja, also solide Leistung, schöne Eröffnung und wir schauen weiter. Ich sehe noch so zerknautscht aus, habe ich so das Gefühl, aber es ist vielleicht auch ein bisschen early, ja. Dann haben wir als nächstes Vadim und Jana. Und ja,
ich finde, dass da schon auch eine Entwicklung zu sehen war. Ihr macht es absolut Schwierigkeiten auf den hohen Schuhen und ihr müsst auch mal darauf achten, wie viele auch von den Damen, das sieht man es ja, tatsächlich die Zehen gepflastert haben schon. Also da sind einige Blasen schon dabei. Tja, gehört halt irgendwie dazu, wa? Und die starten hier mit einem Jive, ist auch kein einfacher Tanz, ja, ist der einzige Tanz, der bei den lateinamerikanischen Tänzen drin ist, aber da eigentlich gar nicht herkommt. Und ja, also Quickstep und Jive sind schon eine Herausforderung in kurzer Zeit, finde ich, Tänzer. Also ich fand, das waren aber tolle Figuren, die Vadim hier aufobtruiert hat, ja. Also das hätte man ja nach der letzten Woche fast schon so gar nicht erwartet. Krass, ne? Ja, und alle tanzen heute ihren ersten Tanz. Herr Labi. Ja, Mozzi hat was ganz Richtiges gesagt mit den Füßen. Das ist wirklich sehr, sehr entscheidend für den Stand auch. Das ist das Zusätzliche, was da kommt. Mit der Zeit, auch so wie du jetzt da stehst, du stehst so ein bisschen elegant nach hinten. Auch da vom Körper her, gerade auch in den lateinamerikanischen Tänzen, mehr nach vorne das Gewicht. Dann hast du auch noch mehr Geschwindigkeit. Bei ihnen nicht, sie fallen vorne rüber mit ihrer Körper. Oh, dünnes Eis, Herr Lambi, dünnes Eis. Ja. Oh, okay. Und ich habe letzte Woche gesagt, das sieht ein bisschen gelernt aus. Das hast du ja auch in der Matz kommentiert. Ich möchte das fast schon wieder sagen. Ich möchte, dass die Sachen selbstverständlicher werden. Ich sehe in deinem Gesicht, du überlegst, was kommt als nächstes. Und die Kunst ist es, dass das, was als nächstes kommt, automatisiert ist. Das sind die Dinge, die ihr im Training üben müsst. Und wenn es nicht 6 Stunden im Training sind oder 8 oder 10, dann mache ich noch 1 Stunde länger. Und das sieht man bei den Paaren, die bereit sind, darüber hinauszugehen als normale Trainingseinheit. Wir machen jeden Tag 10. Okay. Nice! Ansage! Also, ich finde, dass man da schon eine Entwicklung gesehen hat. Ja, klar. Also, man muss sich diese Choreo natürlich auch merken können. Und also ich hätte auch meine Schwierigkeit, obwohl ich es tanzen kann, ist es ja nochmal anders, wenn du dann wirklich die Choreo hast, ja, und dann eben einen sehr schwierigen, sehr schnellen Tanz noch gleich zu Beginn bekommst. Alles not that easy, das muss man einfach dazu sagen. Aber ich finde sie sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja, also für eine Football-Moderatorin, sage ich jetzt mal, für Sportmoderatorin macht sie das doch ganz ordentlich. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Wumm, Ihre Wertung bitte, Jorge González. 5. Sehr gut. Mozzi Mabuse. 4. Und Joachim Lambi. 3. 12 Punkte. Gut, gleich wie beim Cha-Cha letzte Woche. Also, dass sich nicht verschlechtert. Das ist ja schon gut, oder? Kann man stolz sein drauf? Ja. Aber auch nicht verbessert. Ja, aber du bist... Ihr habt die gleiche Punktzahl wie letzte Woche, ne? Da kann man ja stolz drauf sein. Nein, Victoria, ja. Halt die Klappe, wir hätten gerne mehr Punkte gehabt. Das ist geschmeidige Tanz. Der Blick von Eckart ist auch echt Gold wert, ja. Es ist geschmeidige Tanz. Komm halt von yo, lass mal einen Walzer machen, ey, komm mal schnell. Also es kann ja nicht sein, dass wenn man 41 Jahre Hip-Hop tanzt, dass das jetzt so gar nicht geht. Physisch wahrscheinlich wie ein Idiot. Ja. Aber siehst wie ein Mensch aus. Okay. So, dann tanzen die jetzt also einen langsamen Walzer. Und da ist es eben auch zum Beispiel, ich muss noch kurz das Ding hier rausmachen, wichtig, dass du vom Oberkörper her den Schwung holst
von unten, aber eben nicht wie so ein Pferd, ne, machst, ne? Also das wäre falsch. Das machen eben ganz viele falsch am Anfang, die dann so pferdig da sind, ja. Sondern es muss schon aufrecht sein, aber der Schwung muss trotzdem hier aus der Mitte von unten kommen und dann sind es schöne fließende Bewegungen und diesen Schwung hat er wunderbar drauf, muss ich sagen. So, und das sieht man's. Wunderbar. Er hat wirklich das Zentrum schön gehalten und geht eben in diesen Schwung, seht ihr, mit dem Oberkörper so und nicht pferdig. Und es ist einfach ein super fließender, schöner Tanz. Es sind fließende, ineinander übergehende Bewegungen, ja, so ein wölkchenhafter Tanz, ja. So, deswegen, ich mag den super, super gerne, den langsamen Walzer. Und das war eine sehr schöne Nummer hier. Oder? Ja, besser geht's ja fast nicht. Also, wow, ich habe Gänsehaut von diesem langsamen Walzer nochmal. Vielleicht kommt ein Gänsehaut. Ist noch nicht so richtig gekommen, aber... Bei mir ja. Also, Mozi, ich muss jetzt widersprechen, bei mir ist sie gerade eben nochmal gekommen am Schluss. Ist schon wirklich, da beim Wirbel auf meinem Körper. So Ansätze, weil ich sehe, wohin das gehen kann. Und ja, also das ist halt auch, dass man sieht da schon, dass da Potenzial da ist. Alleine jetzt der Anfang, das hat so eine berührt, einfach dieses Gefühl, was dir drunter liegt. Wir brauchen von unten ein bisschen mehr Standbein benutzen. Du hast lange Beine, also größere Schritte, benutzt die ganze Tanzfläche und arbeite wirklich mit deinem Körpergewicht von Fuß zu Fuß. Aber ich freue mich zu sehen, was kommt von euch beide. Es sieht sehr hoffnungsvoll aus. Oh, das hat sie aber schön gesagt, ja. Guck mal, der Herr Lambi guckt auch ganz glücklich. So sieht das also aus. Warum soll ich nicht glücklich gucken, Herr Hartwig? Sie gucken ja auch glücklich. Ja, ich bin meistens glücklich. Ja, bei Ihnen habe ich den Eindruck, die letzten 10 Jahre nicht so gewonnen, aber heute Abend. Oh, la la la. Wissen Sie, wenn junge Menschen gut performen, dann macht das doch immer wieder uns dreien und den Zuschauern Spaß, zuzuschauen. Und das war hier auch so. Also... fühlt sich Detlef jetzt bestimmt sehr geschmeichelt, dass er als junger Mensch bezeichnet wurde, ne? Weißt du, Detlef, du hast die Gabe, eine Atmosphäre zu kreieren, die in diesem langsamen Walzer mit diesem echt sensationell geilen Titel, weil das war auch schön arrangiert und gespielt, du praktisch diesen Tanz, jeder Tanz hat seine Charakteristik, wunderbar dargestellt hast. Natürlich, es ist ein Schwungtanz. Du musst deinen Körper noch besser von A nach B bringen, geschmeidiger. Aber ich finde, das hat er gut gemacht. Er ist ja auch wirklich groß und breit und muskulös, ja. Und das hat er, finde ich, aber ganz gut umgesetzt. Da gehe ich jetzt nicht ganz so d'accord mit Herrn Lambi. Mozi Mabuse. 6! Yes! Yes! Und Joachim Lambi. 6! Wow! Nachpussen! Bestwertung von Lambi bisher, 18 Punkte, richtig, richtig toll für die erste Show. Für den langsamen Mega. Walzer. Also auch verdient und es ist halt auch ein Tanz, den ich selber super gern tanze, den, glaube ich, kann ich ihn auch gut beurteilen, weil da muss man schon im Zentrum sehr, sehr, sehr gut sein mit der Haltung. Und ich finde, das hat er eben sehr gut gemacht. Das habe ich ihm auch geschrieben und das hat er mir auch zurückgeschrieben und sich dann nochmal für bedankt, dass ich das so geschrieben habe. Weil man braucht diesen, ja, einfach wirklich diesen Schwung da drin. Und das muss schön fließen und das war toll anzusehen. Schaut es euch mal im Ganzen an, also Folge ist ja online. Kommen wir zur Affe auf Bike. Muss ich sagen, tut mir wirklich Valentin ein bisschen leid. Denn sie gibt sich sehr viel Mühe, aber mein Ding war einfach bei diesem Tanz jetzt, dass irgendwie der Körper in so zwei Hälften war, wie bei so einer zersägten Jungfrau. Ne? So die eine Körperhälfte macht das, die andere Körperhälfte macht das, aber das war nicht harmonisch insgesamt. Also das war zumindest mein Eindruck. Jetzt muss man halt dazu sagen, die haben sich halt auch einen Scheif ausgesucht oder zugewiesen bekommen, wie auch immer. Habe ich schon mal gesagt, hat
einen gewissen Schwierigkeitsgrad, hätte ich mir vielleicht für sie einen einfacheren Tanz gewünscht. Also da sieht man das eben sehr gut, finde ich, dass so irgendwie ihr Oberkörper mit unten irgendwie, das harmoniert irgendwie nicht. Also, ja. Merkt ihr das, was ich meine? Also das ist so, es ist irgendwie, ja, ich weiß es gar nicht, was es ist, aber ich nehme es ihr irgendwie leider nicht ab, ja. So schlimm, ich weiß. Ja, also ich glaube, du musst einfach ein bisschen besser mit deinem Körper dich erstmal kennenlernen bei Let's Dance. Wahrscheinlich hast du solche Bewegungen im Leben noch nie gemacht. Ja, wer schon? Ja, also komm, man muss wissen, dass die Beine strecken können, die Arme können auch Dehnung, der Körper. Also sie muss sich ein bisschen mit ihrem Körper beschäftigen. Ja, das ist genau der Punkt. Irgendwie ist es so gegliedert bei ihr. Kopf, Oberkörper, Beine so und Arme noch irgendwo. Und das war halt eben nicht unbedingt jetzt super harmonisch. Bitte. Ja, liebe Ann-Kathrin. Ich hab Angst. Auf dem Motorrad warst du sicher. Ja? Und danach war es leider nur noch an der Hand von Valentin oder unter der Führung von Valentin. Und das ist einfach zu wenig. Du musst eine selbstständige junge Frau hier auf der Fläche sein. Du musst auch die Tanzschritte, die der Valentin dir zeigt, so austrainieren, dass es auch funktioniert. Ob du dich jetzt vertanzt, ist gar nicht so wichtig. Aber gerade auch die Grundschritte, diese Sicherheit zu haben, dass sie von der Größe stimmen, dass sie von der Rhythmik stimmen, dass sie, wie sie angesetzt werden, yeah. All das war heute leider nicht so viel da. Jive ist schwer, gerade am Anfang. Ja, das finde ich jetzt mal gut, dass das auch einwirft und sie nimmt ja diese Kritik sehr positiv auf. Das finde ich extrem sympathisch an ihr. Aber da können wir nicht für. Jive stand auf dem Programm und dann erwarten wir auch einen Jive. Ja. Aber dann ist das so. Danke. Also sie nimmt es wirklich gut und das finde ich echt schön an ihr. Das ist ein sehr schöner Charakterzug. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 3. Mozzi-Mabuse. Oh, 3 von Jorge ist schon... 3! Und Joachim Lambi. 1. Ich glaube, an der 1 hat einfach der Lambi am allermeisten Spaß, ja? Okay, 7 Punkte für den Jive. Alles gut. Sie nimmt es wirklich echt positiv auf. Also die Punkte haben wir schon. Jetzt brauchen wir sie zu Hause. Und ab. Okay, ist auch schön. Viktoria Swarovski ist mehr so das Nummern-Girl da drin, das kann sie mittlerweile. Kommen wir mal zu Mark Keller und Katrin Menzinger, die einen Cha-Cha-Cha tanzen, Team Hollywood. Und ich habe gedacht, wir sehen einen ganz eleganten Cha-Cha-Cha und dann sehen wir aber das. Und Katrin Menzinger tanzen den Cha-Cha-Cha zu Loco in Acapulco. So, also Mark Keller auf einem Pooltier, auf einem Einhorn. Let's dance. Also, da musste ich ja jetzt schon so ein bisschen, weil ich dachte, okay, das Setting hätte ich definitiv nicht erwartet, ja. Ich habe eher gedacht, da kommt ein ganz eleganter, schöner Cha-Cha-Cha rum und dann ist es wirklich so, so ein Ausflug in Gay Club, ja. Bisschen Dirty Dancing. Aber wow, was eine schöne Figur. Also, wurde gestern ja ganz oft im Live auch gefragt, tanz doch da auch mal mit. Also A, werde ich da bestimmt nie angefragt werden. Und zweitens, wenn, würde ich, glaube ich, tatsächlich gerne mit der Katrin tanzen. Ich finde die sehr gut. Also, ja. Going low, go down in Acapulco. If you stay too long, yes, you'll be going low.
Also, das war schon auch sehr fröhlich, sehr schön anzuschauen. Herr Lammy, der Daumen ist schon kaputt, brechen Sie ihm jetzt nicht noch das Herz, Nein, ne? es war ja so ein bisschen oldschool, so ein bisschen, ne? Das Lied war gar nicht so oldschool, obwohl man immer denkt, Mensch, das ist so alt. Nee, das ist von 88, ich hab mal nachgeguckt, The Four Tops. Das ist alt. Ausgegangen bist, bist du noch gerade gestanden, ne? Jetzt hast du ein bisschen Buckel gekriegt, ne? Das ist der Unterschied. Oh, guck mal, das Gesicht von der Menzinger ist auch toll, oder? Das müsste man auch mal kurz festhalten, ja. Also eigentlich ein so süßes Bild, ja. Manchmal ist es mit diesen Stops hier schon so, dass da doch tatsächlich das Lustigste rauskommt, ja. Also, ja, funny, okay. Das ist schon mal ein Punkt, den musst du wegkriegen. Gerade auch dann in den Standardtänzen, wenn die mal kommen. Zweite, du hast es angesprochen, Füße. Die waren ein bisschen schludderig. Ja, die müssen ein bisschen mehr und genauer gesetzt werden. Also Kopf, Schulter, Füße. Rhythmik hast du, Optik hast du. Also das sind deine Hauptaufgaben für die nächsten Wochen. Okay. Also da hat er doch mal trotzdem noch ein Lob hinten dran gehabt. Das ist ja schon mal was, ne? Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 5. Mozzi Mabuse. 4. Und Joachim Lambi. 4. Also 13 Punkte ist jetzt auch schon mal für die erste Show ganz gut. Als nächstes haben wir Eva Pattberg und Paul. Und ich finde ja Paul richtig toll vom Tanzen. Und er hat, schau doch mal die Haltung an beim langsamen Walzer jetzt. Das ist schon richtig exzellent. Meine Meinung. See you tomorrow. Hey Frank, can I borrow a couple of bars from you? Und das muss eben, das ist genau dieses Fließende. Und die sind ja beide sehr groß. Die könnten noch breiter tanzen. Aber wie schön. Also, da habt ihr es gesehen, der Schwung eben mit, doch mit dem gehobenen Brustkorb aus der Mitte heraus, von unten nach oben. Und das ist... Das ist super. Also ich finde, dass ihr dieser Tanz sehr gut steht. Sie war eigentlich zu Beginn gar nicht so happy damit, hat sie gesagt, mit dem langsamen Walzer. Aber wie gesagt, durch die Größe könnten die noch viel mehr Fläche beanspruchen, weil ja jetzt auch keine 20 anderen Paare da draufstehen. Das ist ja immer mein Problem. Ich würde die ja immer am liebsten so wegkicken. Sehr elegant. Also du wirkst sehr elegant auf die Tanzfläche. Du hast sehr lange Arme und sehr lange Beine. Also du kannst die sehr gerne benutzen. Auch Armbewegung mit Ellenbogen, dass ein bisschen Armchoreografie auch drin ist. Und wie Jorge schon gesagt hat, Spannung, wo es nur geht, einfach Spannung rein. Weil dann wird es einfacher für Paul, dich zu führen. Sonst wirkt es ein bisschen schwierig von Fuß zu Fuß. Aber der Paket in sich ist schön. Vielen Dank. Paket ist schön, ja. Paket, dieser Paket. Und es wurde pünktlich geliefert. Es wurde pünktlich geliefert, muss man auch dazu erwähnen. So, also ich finde auch, dass es ein sehr schönes Paket war von beiden. Wir schauen uns mal die Punkte an. Bewertung bitte, Jorge González. 5. Mozzi Mabuse. 4. Und Joachim Lambi. 2. Oh, stimmt, über diese 2 war ich auch ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Also ich finde, dass das, dass die Wertung wirklich echt ungerecht ist von ihm. Aber gut. 11 Punkte für den langsamen Walzer. Also, weiß nicht, ob er da, was er da jetzt hatte, der Lambi. Aber 2 Punkte war schon ein bisschen frech. Auf der anderen Seite kriegt man immer Lust, ihm auch mal so ein Schild vor die Nase zu halten, oder? Kommen wir mal zu meinen Favoriten, ja, zu den Zuckerflummis hier, nämlich Toni Bauer und Anastasia. Und was für ein geiler Cha-Cha-Cha. Also der hat ja wirklich hier den Cha-Cha-Cha von Mark Keller völlig in den Schatten gestellt. Also wir müssen da jetzt einfach mal reingucken, ganz direkt, Leute, weil es einfach geil war. I got the feeling something ain't right.
left of me. Jokers to the right, here I am stuck in the middle with. Also, das war schon wirklich viel Fröhlichkeit schon gleich am Beginn mit dabei. Here I am stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. Also, das war richtig, richtig, richtig toll. Also, das war für mich auch ein richtiger Gänsehautmoment, muss ich sagen. Weil diese zwei Kleinen, also wie er noch gemeint hat, er hat im Vorsprung gemeint, ja, es ist dann so wie bei Let's Dance Kids, wenn man uns beide zusammen sieht. Ja, so ein bisschen war es das, ne? Aber super sweet. Du hast einen neuen Schritt hier gemacht. Am Anfang der Choreografie wurde so, daka, daka, bam, daka, daka, bam. Da war es für mich schon, yippie, let's go. Ja, also das hat er wirklich richtig gut gemacht. Schau mal. Natürlich, wir werden technisch immer noch meckern. Wir sind am Anfang Let's Dance. Das heißt wirklich, ein paar Aktionen, Körperaktionen braucht man da, auch beim Cha-Cha-Cha oder sowas. Aber da war eine gewisse Nervosität, aber war sehr gesund, war sehr schön, dich zu sehen, weil du warst alive, du warst wach, du hast dein Herz gegeben, du hast sehr viel Potenzial. Ich sehe ab und zu so schöne Sterne, schöne Basic Movement, Sachen, das ich bewerten kann. Super choreografiert. Well done, guys. Yeah. Danke. Danke, danke. Es war auch für Anastasia der erste Einzeltanz auf diesem Baguette. Du warst Bombe, Anastasia. Yeah, vielen Dank. Absolut. Hoche. Ja, schick Anastasia, der schicko toll. Okay, das verstehe ich schon wieder nicht. Egal. Wir schauen uns die Bewertung nochmal von, oder hören uns die Bewertung von Lambi nochmal an. Denn es gab ja diesen Vertrag, dass er ihn stolz machen möchte. Und der Lambi nimmt das ja in jedem Falle auch ernst. Ja? Und sind wir mal gespannt, was er hier dann gleich so zu sagen hat. Lauf! 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 Och, ist schnell! Herr Lambi, bitte! Ja, ja, genau, wir haben einen Vertrag geschlossen, dass du mich stolz machen willst. Das hast du schon in einigen Teilen erreicht. Ja. Und weg ist er. So, ja. Schön, dass auch mal was Positives da rauskommt aus dem mürrischen alten Mann. Und da kommt jetzt ein ganz sympathischer, süßer Moment von Toni Bauer, wo ich sage, okay, gibt auch ihr einfach die Bühne und alles und behandelt sie total respektvoll, seine Partnerin. Und das ist eben sehr schön. Wer hat 100 Liegestütze gemacht? Ja, das kein Problem 100. Für mich aber. 100? Ja. Ungefähr so am Tag. Oh, ja. Wow. Ja. Immer wenn man stoppt, man muss 10 Liegestütze machen. So. Ja, okay. Es ist auch die erste Reise für sie und ich möchte natürlich auch, dass sie weit kommt und dass sie dann nie wieder aus der Let's Dance Familie wegzudenken ist. Würde ich mir zumindest du mal das Finale. Ist das nicht süß? Also, das ist richtig, richtig groß. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 6. Mozzi Mabuse. 5. Und Joachim Lambi. 5. 16 Punkte. 16 Punkte. Richtig gut. Chapeau an der Stelle. Und man sieht da diese natürliche Freude bei beiden. Und die harmonieren auch als Paar so ungemein gut. So, jetzt kommen wir zum Investor, ja? Zur Fehlinvestition, wie ich sage. Und der konnte mit der Kritik von Lambi nicht wirklich gut umgehen, glaube ich. Ist dein Feind gewesen? Ja. Ich fand es eher wie bei auf der Kranger Kirmes so ein Schiffschaukelbremser, mal teilweise. Die Kritik war herb, ja. Ich bin ja in einer Branche, ich würde sagen, in einer der härtesten Branchen, die es überhaupt gibt, im Handel, im Lebensmittelhandel. Und wie oft ich da wirklich, sorry, einen auf die Schnauze kriege, das sage ich ganz offen. 7 Punkte. Herr Lambi war sehr streng. Man muss immer einmal mehr aufstehen, als man hinfällt, finde ich. Ja, das ist auch richtig. Aber da ging es hinter den Kulissen noch ab, das aber in einem gesonderten Klatsch- und Ratsch-Video. Aber hier, ich habe zum Tango im Video davor von gestern relativ viel gesagt.
Es ist ein erotischer Tanz, es ist eine Geschichte, die man erzählt beim Tango, die nicht immer ein Happy End hat. Dann gibt es eben sehr rhythmische Wechsel drin, schnelle Schrittabfolgen, ja, Kopfbewegungen dazu, aber auch der Flirt muss spürbar sein. Und gerade wenn man so eine hübsche Partnerin wie Patricia dann auch hat, erwarte ich das. Und da geht er halt wieder spazieren. Schaut mal, also da ist so... Das ist eine Reiswaffel, die versucht, einen Tango zu tanzen. Muss ich wirklich, ich kann es nicht anders sagen, ja? Also, ich sehe keine Leidenschaft, ich sehe keine Sexiness da. Also sie natürlich schon, ne? Aber da könnte jetzt auch eine Laterne stehen und Patricia tanzt einfach ihren Tango drumrum. Una sombra ya pronto serás. Una sombra lo mismo que yo desde que se fue. So, da geht er wieder ein bisschen spazieren, ja, an der Ruhr. Es hat auch so ein bisschen was. Kennt ihr noch diese Hampelmann-Figuren, wo man unten so ziehen musste, die dann irgendwie so eine Bewegung gemacht haben? Also so kommt es mir einfach hier vor. Ihr sah auch wirklich toll aus. Ja. Wollen wir mit dem Lambi anfangen? Komm, wir reißen das Pflaster einfach direkt ab. Ah, herrlich. Sehr gut, das freut mich. Bitte. Oh, der ja? Löwe hat ja diese Woche gebrüllt. Wenn der Löwe brüllt, dann darf das aber hinterher nicht zu so einem Papiertiger hier auf der Fläche passieren. Das ist das Problem. Weißt du, ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass jeder Tanz wirklich so charakteristisch einwandfrei präsentiert wird, in einer Folge und vor allem austrainiert präsentiert wird und nicht einfach so getanzt wird. Für mich war es keine Emotion. Für mich war Tango ist ein Männertanz. Da muss ein starker Kerl sein. Da muss eine Frau sein, die leidenschaftlich um ihn rum ist. Das war alles nicht da. Das war abgelaufen, abgegangen. Ja. Leider war es nicht mehr. Ich nehme die Kritik an, die Beurteilung. So, danke. Ja. Oh, da merke ich da so richtig was am Entstehen hier zwischen euch beiden. Ja, ich bin Liebe! Liebe! Weißt du, es geht um Tanzen. Es geht ja nicht um ihn als Persönlichkeit, sondern es geht ja um das, was er hier präsentiert hat. Da haben Sie vollkommen recht. Und Herr nichts Lambi. Anderes. Danke, Herr Lambi. Bitte sehr, Herr Hartwig. Hartwig war es, genau. Hoche! Ja. Naja, aber ich kann der Kritik nur zustimmen. Also auf ganzer Linie. Willst du deine Punkte haben? Absolut. Ja gut, dann holen wir uns die jetzt ab. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 3. Mozzi Mabuse. 3. Und Joachim Lambi. 1. Es ist einfach seine Lieblingskelle. Ja, da brauchen wir jetzt auch gar nichts anderes sagen. Das ist einfach vom Lambi die absolute Lieblingskelle. Kommen wir zum nächsten Publikumsliebling, nämlich Beyond. Und ich habe ja gesagt, dass Beyond Rhythm hat und dass er bestimmt gut tanzt. Und ich bin auch ganz froh, dass er gut getanzt hat. Da ist nämlich diese Prognose von Oliver Pocher, er würde bei der ersten Show rausfliegen, nicht eingetroffen ist. Da bin ich ganz froh, denn da kann er sich natürlich jetzt auch mal ein bisschen beweisen und das hier schauen wir uns mal an, ein bisschen. Er ist im Takt, sehr schneller Jive. Das hat er drauf. Das muss man jetzt einfach auch so sagen. Ganz neidlos. Okay, das war ein bisschen behäbig am Schluss, aber das hätte noch ein bisschen fließender sein können. Ja, okay. Der Drive von Bion Catilatu und Martha Arndt.
Ganz ehrlich, ich habe eine gesehen, aber ah, ja. Der Rest, die Sachen, was ich gesehen war, also daher, das war schon sehr positiv. Also viel Content, also sehr viel Jive in der Choreografie. Ich mag deine Körperpositionen. Du bist aktiv, man kann jede Sache lesen. Ich finde das sehr selten in der ersten Show, dass jemand auch musikalisch improvisiert. Das zeigt an Talent. Du musst achten auf deine Beine ein bisschen, der Fußsetzung. Manchmal sind sie ein bisschen eingedreht und die werden die Hüfte in Zukunft ein bisschen verhindern zu bewegen. Also darauf achten, achte auch deinen Fußläufer. Aber für mich war die Sonnenschein nach der Tango war jetzt wieder helles Licht, ne? Was war das? Tango? Ja, yeah, wann war denn Tango? Oh, der Lambi. Schön wieder Öl ins Feuer gießen. Was war denn Tango? Du bist aber einer. Was war denn Tango? Tango. Ist doch schon lange her, der Tango war. Sehr gut. Herr Lambi, Sie sind dran. Ja, es war sehr ordentlicher Jive. Was mir gut gefallen hat, man hat in deinem Körper gesehen, dass du viel Rhythmus drin hast. Dass du ja, das habe ich eben auch gesagt. Und die kriegen auch eine gute Bewertung hier. Und verdient auch ordentlich gleich an Punkte. Das schauen wir uns an. 6! Mozzi Mabuse. 6! Ja! Und Joachim Lambi. 5! 17 Punkte! Also 17 Punkte mehr als verdient waren. Richtig toller Jive. Kommen wir mal zu Sophia Thiel. Die habe ich letzte Woche ja ein bisschen härter rangenommen, sage ich jetzt mal, in der Kritik. Was Alexandro mit ihr gemacht hat, der hat ganz viel Dehnübungen mit ihr gemacht und ich finde, dass man einen Quantensprung zu letzter Woche bei ihr sieht und da schauen wir auch natürlich mal rein. Schaut mal, schon leichtfüßiger, lockerer, da waren auf einmal Bewegungen da, die gab es letzte Woche noch gar nicht. Und die hat auch Spaß dabei. Also ein sehr schöner Cha-Cha-Cha. Muss ich sagen, für mich ein ganz großer Sprung nach vorne gewesen, Sophia. Was geht da noch, was du bewegen kannst? Weil da haben wir ein bisschen mehr noch Emotionen zu erwarten, ein bisschen mehr rausholen, aber weiter so. Ja, das finde ich auch eine ganz schöne Kritik. Ich finde, dass man da einen ganz großen Fortschritt gesehen hat. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 4! Mozzi Mabuse. 4! Und Joachim Lambi. 3! Also hätte durchaus ein, zwei Pünktchen mehr drin sein dürfen, finde ich. So, Maria und Mika. Und wir haben ja immer diese Filmchen davor vom RTL und da wurde jetzt im Netz ganz viel kritisiert, dass sie da sehr negativ dargestellt wurde. Das ist Pablo, das ist mein Tanzpartner, mit dem habe ich die letzten Wochen geübt. Really? Ja, ich habe ihn heute mal mitgebracht, falls du ein bisschen aufmuckst. Du tanzt. Okay. Mit Mika. Da war es auch hier in dem Moment die Begeisterung nicht so groß, was ich nicht verstehe, weil ich finde, er hat bisher ganz, hat er auch super abgeliefert. Also. Das war schrecklich. Weil wir kannten uns halt vorher nicht, soll man sich jetzt irgendwie umarmen? Das war definitiv die komischste Verpartnerung bei Let's Dance jemals. Okay. Die komischste Verpartnerung. Also sind viele von euch waren ja der Meinung, die harmonieren nicht zusammen und dass man das gemerkt hat. 100%. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich tanze mich mit Pablo schon mal warm. Ja, ja, mach mal. Cha cha, 1, 2, 3. Und Pablo bewegt sich nicht oder was? Er ist eifersüchtig auf Pablo. Pablo, mache ich das gut? Aber man merkt schon, sie ist ein Comedian auch im Training. Ich biete lustig. Wirr, crazy und Victor. Ja, und da wurde ihr jetzt halt auch vorgeworfen, dass sie das ganze Thema nicht ernst nehmen würde. Ein geiles Lied, ja, muss man sagen, für den Tanz, aber hier ist nicht so wirklich viel zu sehen. Na, also klar, er macht jetzt eine schöne Hebefigur, da hat sie ja jetzt auch nicht so viel zu machen.
viele Grundschritte drin, ja. Aber ich habe danach, als ich in der Werbung live war, ich habe keinen Moment jetzt gehabt, an den ich mich bei diesem Tanz oder bei dieser Darbietung hätte erinnern können, an irgendetwas, was bei mir hängen geblieben wäre. Das war mein Grundproblem da. Ich war so. Sieh doch mal an. Ach Mensch, man muss dem Hartwig doch auch mal einen Spruch lassen. Ja, richtig. Ja. Da muss man mal gönnen können. Was hat so ein Hallensprecher sonst zu tun? Oh, richtig. Mal so. Richtig. Ich mag ja gerne freche junge Frauen. Weil die sind tough, die wissen, wo sie hinwollen. So eine bist du. Mhm. Aber wenn diese jungen Frauen so eine große Klappe haben, was ich gut finde, dann müssen die auch abliefern. Ja, da hat er recht. Und das hast du leider heute nicht so gemacht. Es war mir zu wenig. Du hast ein Fransenkleidchen, ist es ja nicht, sondern ein Catsuit an. Und alleine diese Fransen, da musst du fast nichts machen, da bewegen die sich schon. Die waren fast vor Totenstarre erstarrt hier. Was? Also bitte. Ja gut, bei Ihnen wären die Fransen explodiert. Ja, das ist schon klar. Nein, und da muss mehr kommen. Weißt du, das ist ein Cha-Cha-Cha. Du musst richtig reinhauen. Da geht es wirklich um jeden Taktschlag. Ja, der muss on point einfach sitzen. Jede Position. Und das war zu behäbig. Da muss mehr, du musst wirklich da Attacke machen. Ja, und da gibt es auch noch andere Tänze, die sind genauso. Und jeder Tanz muss so dementsprechend betanzt und bearbeitet werden. Sorry. Alles klar. Ja. Ich habe Franz fliegen sehen. So. Hat er nicht ganz unrecht, muss ich sagen. Es ist bei mir gar nichts hängen geblieben da davon. Es tut mir leid, ja. Ich kann auch jetzt schon wieder gar nicht mehr sagen, ob da irgendwas dabei war, was mir gefallen hat. Und vielleicht ist es wirklich so, dass die beiden nicht miteinander harmonieren. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. Fair. Mozzi Mabuse. Fair. Und Joachim Lambi. 2. Okay, es sind 10 Punkte, ist ja jetzt nicht das schlechteste Wertung, ja. Und es ist ja keine 1, die er gegeben hat, der Lambi. Aber ich meine, auch dieses Gesicht wieder bei der 2, ne, ist schon spektakulär, ne. Und jetzt kriegen wir wieder ein Tango von Stefano Zarella. Und der war großartig. Genau, das will ich sehen. Zack. Und die haben auch sehr gut mit der Gesichtsmimik gearbeitet. Also da ist viel, wirklich rundum sehr gut choreografiert und ich finde, er hat einen super geilen Hintern in der Hose. Also sehr schön der Tango. Also da haben wir einfach auch wieder die schnelleren Bewegungen drin gehabt. So zack, immer wieder im Standard-Tango. Also der war sehr, sehr, sehr schön. Also das war eine Mega-Entwicklung, wenn wir noch an den Quickstep von letzter Woche denken. Da war er auch ein paar Mal außer Takt gewesen und das war on point gesessen. Die Teile, wo du alleine oder auch in diesem Tango-Argentino-Bereich warst, fand ich stärker als der normale Tango. Da warst du noch so ein bisschen wie letzte Woche, ein bisschen hart, so ein bisschen unkoordiniert. Das musst du ein bisschen mehr in die Reihe kriegen. Aber das ist der richtige Weg. Warum? Weil du Emotionen hast. Und da spricht mal der Lambi über Emotionen. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 7! Mozzi Mabuse. 6! Und Joachim Lambi. 5! Also, bitte. 18 Punkte für den Tango. Wahnsinn, super Leistung von Stefano, richtig, richtig gut. Jetzt kommen wir zu Massimo und Lulu, die ja auch ein Tango tanzen und hier natürlich den Vogel abschießen. I'll bust the windows out your car.
da ist die Erotik da. Geil. I probably always have these ugly scars, but right now I don't care about that part. Ja, also das liegt ihm natürlich auch enorm. I didn't wanna, but I took my turn. Ja, da ist die Energie da, die der Tango braucht. Toll. Toll, toll, toll gemacht. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 7. Wow! Super! Mozzi Mabuse. 6. Und Joachim Lambi. 6. Ui, Höchstwertung. 9 Punkte für diesen Tango. Von also, dass der Lambi doch mal noch eine Kelle hat, die über 5 Punkte rausgeht. Ne? Man denkt ja schon immer, da ist gar keine. Ja, jetzt kommen wir mal zum heimlichen Star, zum Gabriel Kelly, der ja safe ist. Da ist eine Runde definitiv schon weiter mit dem Ticket letzte Woche, was er gewonnen hat. Und liefert aber hier auch so ordentlich ab. In a perfect day, we watch the sunset from my car. Das ist ein Genuss zum Zuschauen. Also sehr, sehr, sehr schön. Auch hier wieder die Chassee richtig toll ausgetanzt, muss man sagen. Geil. Da, richtig schön. Schaut mal, die Pool, wirklich toll. Also richtig schöner Big Step. Was eine tolle Beinarbeit. Mega, mega gut. Das ist super gewesen. Und hier das Running Finish, also auch ein typischer Move nochmal eben vor. Das war richtig nochmal gut, dieses Running Finish drin. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr geil, 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 geil. Tang, katang, katang. Noch gesprungen wie in so ein Firecracker. Ja. So geht das, Leute! Ja, mega. Also das hat er auch toll gemacht. Das haben dann natürlich, also ich muss auch sagen, wenn er keine Musik im Blut hätte und keinen Rhythmus und kein musikalisches Feeling, dann wäre ja hier was schiefgelaufen, oder? Also... Und für Malika freut es mich so. Es freut mich so für sie, dass sie einen gescheiten, geilen Partner hat. Wie anatomisch. Weil er hat noch nie gewonnen. Und da hat sie jetzt wirklich mal Finalchancen. Die werden definitiv im Finale sein. Sehr gut. Ja. Jorge. Ja, die Show in der ganzen Sache ist, dass bei dir alles so natürlich aus, so ungezwungen aus. Ja, da hat er auch recht. Sieht super ungezwungen aus. Es gibt natürlich auch Punkte für dich, für diesen Tanz. Und jetzt das Urteil unserer Fachjury. Ihre Wertung bitte, Jorge González. 7. Ui. Mozzi Mabuse. 8. Und Joachim Lambi. 6. 21 Punkte. Also die absolute Höchstwertung an dem Abend. Verdient. So, da stehen schon ganz viele auf der Treppe, die weiter sind. Normalerweise. Natürlich hier Detlef, Mark Keller. Normalerweise zittern bei letzter drei Paare. Mhm. Aber auf was kann man sich in dieser Show schon verlassen? Vielleicht ja darauf. Sophia und Alexandru oder Ann-Kathrin und Valentin. Ein Paar muss zittern, das andere darf jubeln. Oder wir machen in Staffel 17, Trick 17. Wir werden sehen. Weiter sind Sophia und Alexandru. Ah, das freut mich für ihn und auch für Sophia, weil da wirklich eine Entwicklung zu sehen war. Und es wird bestimmt zu nächster Woche noch mal besser. Und hier. Weiter sind auch Ann-Kathrin und Valentin. Okay, bisschen unverdient, aber die Leute haben für Valentin angerufen, ist meine Meinung. Hätte ich wahrscheinlich, ja, hätte ich... Kann ich verstehen. Na, aber vielleicht sehen wir ja mal noch, dass sie so ein Gesamtkörperfeeling bekommt.
Aber eigentlich braucht man das doch beim Motorradfahren auch, ne? Irgendwie, oder ich weiß es nicht, ich habe keinen Motorradführerschein. Ich glaube, das will man auch nicht sehen. Also mich auf dem Bike. Bär auf Bike. Also, jetzt gibt es folgende Theorien im Netz, ne? Zum einen, natürlich hat Patrizia richtig viele Fans. Auf der anderen Seite wird vermutet, er hätte irgendein indisches Callcenter beauftragt. Man hat ihn zwischendurch auch immer ganz uninteressiert an der Show nur am Handy gesehen, den Tillmann. Da wurde sogar eingeblendet. Ich habe leider die Stelle jetzt nicht mehr gefunden. Hätte es mir aufschreiben sollen. Aber wenn ihr es gesehen habt, wurde er mittendrin mal eingeblendet, wo er nur am Handy ist, gar nicht interessiert, was da unten läuft, wie die tanzen, was da abgeht. Ne? Und vielleicht hat er da auch nochmal ein indisches Callcenter gepapert. Man weiß es nicht. Wer darf in Show 2 weiter tanzen und ist mit dabei bei den 90er Jahren? 90er. Ihr macht's so spannend. Weiter tanzen dürfen. Na jetzt. Tillmann und Patrizia! Das haben jetzt eben ganz viele nicht geglaubt. Da gab es schon wieder Manipulationsvorwürfe und so weiter. Heieiei, ich bin gespannt, was er da abliefern wird nächste Woche. Ob er vielleicht ins Tanzen reinfindet, reinkommt. Wir haben auf jeden Fall angekündigt schon mal Rumba und Paso Doble, also ein Stierkampf und auch wieder was ganz, ein sexy Lateintanz. 90er, ich hoffe nicht auf Eurodance, ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest. Da bluten mir einfach die Ohren. Also ich glaube, die 90er-Show, puh, da kann ich vielleicht keine Cola trinken. Da brauche ich vielleicht dann doch mal irgendwie ein Glas Wein dazu, um das dann zu überleben. Aber gut. Das sehen wir dann nächste Woche. Jetzt mache ich noch die ganzen Klatsch- und Tratsch-Sachen, weil es gibt einiges, was hier passiert ist, was das Netz sagt. Dann gibt es schon mal Beef hinter den Kulissen. Also all das im nächsten Video. Das war jetzt erstmal hier alles zur Folge. Und freue mich, wenn ihr einen Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben gebt für dieses Video und natürlich mir ein Abo schenkt. Bis dann, euer Michael. Ciao.